Guten Tag zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Minjas und einer kleinen süßen Horde. Guten Tag, das süß. Bist du? Wie komme ich raus? Ich habe mich gefangen. Platsch in your face. Na, die 107 Pfeile bräuchten wir eigentlich. Ja, aber so gut zum Level hier. Das brauchen wir auch. Ja. Oh, guten Tag. So. Und die sollen alle mitkommen. Kommt mit, kommt mit. Wie weit die schon durchgelaufen sind hier. Naja, die lassen ihre Kumpels. Ja. Oh, fuck. Fest. Aua, Hilfe. Ich bin vorne. Oh, ich blute. Oh, das war knapp. Ich bin fast am Arsch. Ich hab, glaube ich, noch einen Painkiller. Nee, ich hab nicht genügend. Autsch. Durst habe ich auch und Hunger und alles. Ja, Dosch habe ich auch. Kartoffeln müssten eigentlich fertig Komm sein. Komm mal mit. Ich zieh die mal wieder zurück zu dir. Zurück. Ich komme immer auf irgendeine Taste, das muss ich mal umlegen. Irgendeine Taste ist hier, da siehst du so Aufgabenliste oder sowas. Aufgabenliste, okay. Ja, so, weißt du. Ach, die Questreihe. Questreihe, genau. Hui. Na, hast du Schwinger versucht, Baby, wa? Nix. Zack. Oh, vorbei. Oh. 150er Bogen hat er ja gegeben, ne? Hab ich ja. Danke. Der arbeitet auch echt gut. Köpfe fliegen. Hungry Zombie. Nichts zu essen dabei, die Dicke. Da ist noch eine Dicke, die ist drin. Hallo. Das ist unglaublich. Du machst jetzt aber nicht unser Gitter auf, oder? Gerade sagen, jetzt hör mal auf. Scavenging Level. Oh, die ist ja noch am Leben. Nee, die ist nicht am Leben. Hä, wieso kann ich die dadurch nicht looten? Bam. Du hast eine Axt angesetzt, gell? Noch nicht, warte. Da war gerade die Horde auf einmal an sich. Eine Fire Axe brauchst du, ne? Keine Pickaxe? Genau, Fire Axe. Also für Holz, okay. Brauche ich erstmal Holz, warte. Oh. So, ich guck mal nach was zu essen. Komm, lass uns mal. Eins noch dem anderen. Brauchst du Hilfe? Nee, alles gut. Gott. Tot. Du bist schon tot? Oh, nee, er. Ich leb. Wollt so, ich hatte doch irgendwo Bottled Murky Water in den ganzen Satz mitgenommen. Habe ich den hier reingeworfen? 30 Gläser. Ich besorge uns mal ein bisschen Wasser. Ich habe auch noch 9. Wo bist du? In der oben in der Base drin. Okay. Bottled Murky Water. Ich war unten. Hab ich die alle? Okay. Eat. Axe, Fire Axe, also Holz. 100% essen. Okay, nee, Essen ist bei mir gut. Okay. Trinken ist scheiße, aber ich hole jetzt mal Wasser. Wo bist du? Ja. Warte, Gläser liegen. Dann gehe ich nämlich mal hinten rum raus. Hier, vor dem Wasserturm war da noch so eine Pfütze. Genau, die kann man immer gut nehmen. Die müsste noch ein Momentchen halten. Hüpf. Müssen wir das Feld eigentlich nicht düngen? Kann man, dann kriegst du halt noch mehr raus. Okay. Muss mal schauen, was Dünger jetzt inzwischen kostet. Ja. Schon nicht geguckt. So, das ist ein Holz, dann kriegst du halt deine Fire Axe. Da, Iron Fire Axe. 10. Oder? Player Level 20. Warte mal, wie war das? Muss ich eigentlich, wenn ich Tee machen will, muss ich den einkochen in Murked Water und Blumen oder mache ich den aus fertig gekochtem? Nee, fertig Wasser. Okay. War zumindest so, vielleicht haben sie das geändert. Bringen wir mal ein paar gelbe Blumen mit, ne? Das ist nämlich effektiver, ja, als wenn wir nur das Wasser saufen. Ich habe auch schon mal eine angepflanzt. Ich meine, die sind ja noch genug, ne? Aber. Ja, so weit verbreitet sind die gelben Blumen nicht mehr. Also schon, aber. Ich bringe jetzt einfach mal ein paar mit. Oh, warte, ich muss das Wasser aus der Hand legen. Ich trinke es sonst gleich, ich sehe das schon. Eine Diarrhö kann ich jetzt zu Horde 7, Tag 7 Horde, kann ich es auch nicht unbedingt gebrauchen. Oh, weißt du, ich gehe mal eben kurz Taschen leer machen und der Airdrop ist direkt um die Ecke. Mhm. Vielleicht haben wir Glück, da ist was Tolles drin. Vielleicht schaffen wir das auch noch in der Zeit heute. Ist denn hier, oh, das ist ein Hirsch. Essen. Hallo, Eingang? Hast du einen Hunting Knife oder hast du den? Ja, habe ich. Das Knochen, den gut. Wo ist denn hin? Ist er kaputt?
Liegt der hier irgendwo? Die verrecken doch, wenn du sie einmal angeschossen hast, oder nicht? Ja, kann auch mal ein bisschen dauern. Wo ist er denn hin? Scheiße, ich sehe ihn wieder nicht. Fuck. Ach, wir waren ja noch. Wir waren ja noch? Noch gar nicht unten. Hier ist ja richtig, richtig schon Stahlbeton, also Concrete. Wo? Da müssen wir oben. Im Keller? Und, ja, genau. Ja, das könnte man auch ausbauen, aber... Das gibt's nicht, ich bin ein Idiot. Boah, ist hier viel. Okay. Scheiße, ich hab den Hirsch verloren. Wahrscheinlich, die Zuschauer haben jetzt irgendwo schon gesehen. Ein Schrein. Da ist er, da liegt er doch. Na, mein Kleiner. Hirschi, Hirschi. Er soll das letzte Bastion hier unten, da unten die Mine rein. Oh ja, das wird geil, das wird geil. Wo machen wir's? Doch, wir haben zweimal Dünger, geil. Das ist doch gut. Das weg, das weg, das weg. Das, obwohl LED können wir einschmelzen. Also ein bisschen Eisen lassen wir da. Das kann man mal einschmelzen. Also du hast Golden Rod hast du angepflanzt? Eine Pflanze, ja. Das ist natürlich üppig. Wahnsinn, ne? Da machen wir richtig viel Tee draus. Füllen wir einfach 20 Mal auf. Genau. Und immer kann und schon immer so leicht wieder. Bitter, aber. So, Schlafsack wollte ich setzen. Habe ich das noch gesagt? Das stimmt, ich wollte den auch machen vor 8 Folgen schon. Jetzt muss ich mich beherrschen. Ja, und so, ich crafte schon mal eine. Ja, ich auch. So, eine Axt ist fertig. Ich muss Level 20 werden fürs nächste Level und ich bin Level 12. Dödüm. Ja, Dito. Also, das ist der Abstand ist ja immer der gleiche. So, Tee einkochen. Bedroll legen ist das Erste, was ich jetzt da oben mache. Ist die Frage, wo man den legt. Oben auf dem Dach? Oder unten im Keller. Ja, wir müssen nochmal die Tür hier absichern, ne? Mit Forged Iron hier unten oder ganz zumachen. Kommt gleich. Nee, ich mach Spawn, mache ich hier oben, wo auch die Werkbank ist, weißt du? Okay. Iron. Zack, nochmal 11. Okay, absolut kein Eisen mehr. So. Da. Baked. Was mache ich uns denn? Bacon Egg? Was nur? Wir haben zu wenig Eier. Wir haben keine Eier. Ich habe Eier in die linke Kiste reingepackt. Oh ja, das ist gut. Sehe ich gerade. So, ich mache mal 300 Pfeilspitzen. Aus Eisen. Und aus dem Rest mache ich was? Bolt Meat? Bolt Meat am besten, ja. Da geht aber Wasser drauf für, ne? Da geht ein Wasser für drauf, ja. Aber Wasser ist ja kein Ding. Wir haben ja die Wüste da unten. Warte mal, dann mache ich aber erstmal Wasser. Ne, erstmal mache ich Golden Rod mit den neuen Blumen, die ich habe. Wieso habe ich nicht genügend? Weil ich Bottle Water nicht genügend habe. Dann mache ich erst Bottle Water. So, die Axt liegt in der linken Kiste. Frosch habe ich. Wir haben Maissamen. Guck mal, liegen hier rum. So, den Beaker mache ich auch ins Feuer, wa? Turn off. Wie viele Baumsamen hier? Okay, Baumfarm starten. Wieso ist das oben gelockt mit dem... Wieso? Weil es an ist wahrscheinlich oder weil du noch was in der Pipeline hast. Ah, ist noch in der Pipeline, warte. Dann mache ich nämlich den Beaker mal da rein. Dann habe ich das komplett ausgestattet. Das Feuer. Sehr gut. So, dann machen wir Bacon Egg. Dann machen wir Water. Tello könnte ich mal anwerfen, für was auch immer. Kann man gebrauchen. Und soll ich nicht Grilled Meat machen? Oder meinst du es Shared Meat? Grilled Meat? Nee, Shared Meat auf gar keinen Fall. Das ist das Schlechteste, was du machen kannst. Grilled Meat braucht halt zwei Fleisch für einen. Du kriegst Bolt Meat, kriegst du 112 Fullness pro Stück. Brauchst halt ein Wasser dazu. Aber es ist ja. Okay, bräuchte ich 6 mal Wasser. Der gleich. Okay, dann mache ich das gleich. Werfe ich gleich an. Hard Metal Door. So, jetzt angeschmissen. Also diese Rampe mache ich weg am Fenster. Da zappelt man doch ein bisschen arg rum. So, Scrap Iron haue ich auch komplett meins hier rein. Mein Clay haue ich hier rein. So. Zack und gedüngt. So, dann nehme ich den Woodframe weg und mache einen normalen Ramp.
Ah, Messer wollte ich machen. Ja. So, Baumfarm. Ach, die können wir hier machen. Wird nicht schön. Wilder Waldwuchs, aber egal. So. Zack, zack, zack. So, was brauche ich für ein Messer? Ich glaube Forged Iron. Hunting Knife. Brauche ich 8 Forged Iron. Du machst Pfeilspitzen? Ja. Ich habe noch Forged Iron in der Tasche. Bringe ich dir gleich. Ja, so, Mais ist gepflanzt. Bäume sind gesetzt. Oh, eine Tür so. Habe ich noch nicht. Tapstone. Ach, oh, wie heißt das? Fleck. Fleckstone. Ist wirklich... Flagstone komplett. Da müssen wir erstmal Cobblestone machen und Cobblestone Rocks war aus Clay, brauchen wir eine Menge und Steine. Sie. Tür, 21 Sekunden, nein. Und das ist eigentlich für ein Haufen hier vor der Tür, den kann man auch mal wegmachen. Ah, das ist Sand. Oh, ich habe keine Pfeile mehr, what? Müssen auch mal das die Autos wegrenchen, die vor der Tür stehen. Ja, müssen wir vor der Horde auf jeden Fall machen. Sonst haben wir bald den Innenhof gesprengt. Haben wir noch einen Tag Zeit, aber so viel ist das nicht mehr. Was fehlt mir denn da? Holz schon wieder. Och. Aber die Axt ist fertig, wunderbar. Ist die Fire Axe fertig? Zack, ja. Und wir haben noch einige zu looten hier. So, Tür. So, Spikes müssen wir machen, ne? Das heißt, wir brauchen Holz. Ja. Sag mal, brauchen wir Joten überhaupt? Wir brauchen Joten da keine Tür. Wir machen da Flexstone rein. Wir haben ja, das sag ich ja, das sag ich ja. Diese eine Tür, diese Rahmenrichtung Forge, da mal Flexstone rein. Gut, dann muss ich noch ein bisschen Holz eben. Aber dazu brauchen wir Clay. Kann ich auch. Ich habe noch eine Eisenschaufel, die nutze ich jetzt im Clay. Ja, das müsste doch hier gut. Clay sein, oder? Warte mal, ich guck mal. Ja. Airdrop holen. Ja, das wird jetzt ein bisschen spät. Das wird knapp, ne? Da machen wir dann morgen. Holz, Holz, Holz. Ach, jetzt habe ich die Zeit nicht gestoppt, egal. Was hast du denn vor? Mal zu messen bezüglich Eisenaxt und sag schnell. Steinaxt. Steinaxt, genau. Wäre vielleicht sowieso ganz gut, das zu machen, wenn man irgendwie ein Bier drin hat oder so. Die Ausdauer mal wegen der Ausdauer, ja. So, Essen, Trinken leer. So, jetzt kann ich schon mal 200 Cobblestone Rocks machen. Sehr gut. Die crafte ich gerade durch. Ich glaube, man braucht für einen Flexstone, braucht man 3 Stück. Ja, aber das Aufwerten ist ja auch noch mit drin, ne? Ja. Also alles, was wir jetzt bauen, was um die Base rumgeht, mit Verstärkung, sollte mit Flexstone sein. Minimum. Was? Wie war nochmal der Anteil? Warte mal, Cobblestone. Cobblestone, Rocks, 1-1, okay. Ah, oh, meine Schaufel ist kaputt. Na, super. Aber ich habe ja Werkzeuge. Nee, ich bin der Muffinmeister, du bist Werkzeug. Genau. Das ist das Problem, dass ich auf dem Community-Server habe, ich ganz egal. Ich verwechsel dort immer. Ich habe mal einen angeschmissen. Was denn? Eine Schaufel. Meine ist nämlich auch weg. Brauchen gut, dann müssen wir am nächsten Tag müssen wir mit der Axt müssen wir Holz besorgen. Mhm. So, dass wir Woodframes machen können, damit wir die so ein bisschen stoppen. Ja, ich hole schon mal so ein bisschen und Spikes vor allem. Ja, Woodspikes meine ich ja. Was habe ich gesagt? Woodframes habe ich Frames, gesagt? Frames, ja. Naja. Ja, du weißt ja, wie es ist. So eine Zuschauer. I know what you mean. Er kennt das ja schon ein bisschen, die ganze Geschichte. Ja. Richtig. Baum. Oh, Sonnenuntergang. Sieht so schön aus. Ich liebe das Spiel im Moment, muss ich sagen. Mhm. Ich weiß, ich habe so den Spaß verloren eine Zeit lang an dem Spiel. So, dass es mich schon so ein bisschen gelangweilt hat und ich dachte, oh Mensch, wie willst du das machen, ne? Aber inzwischen ist es sehr gut. Mittlerweile macht es wirklich Spaß. So, wenn man das Sexual war, muss ich Athletics 40 haben. Wie viel habe ich Athletics? Was ist noch für die Auswahl? Gibt es noch was? Muss ich gleich mal reingucken, warte mal. Sexual auf jeden Fall. Und Athletics halt, ne? Health Nut war Wellness. Ja, Wellness halt noch, ne? Bad Mechanic, hat sie gesagt, war... Da hau ich jetzt nochmal 10 Punkte rein.
Was ist denn Breaking and Entering? Ja, wahrscheinlich Türen aufschlagen, oder? Ach ja, mit Klaps oder Sledgehammer. Ach, Workbench kann ich ja bauen. Ah, warte mal. Was? Türen aufhauen mit einem Klapp oder ja. Sledgehammer? Ja, gibt es einen extra Skill für. Also mit einem Klapp würde ich schon mal gar das nicht eine Tür einschlagen. Würde mir jetzt gar nicht in den Sinn kommen. Haben wir noch eine zweite Ranch irgendwo? Ja, haben wir tatsächlich. Oh, das ist gut. Dann können wir uns rein theoretisch eine Workbench machen, aber die würde ich echt in den Keller bauen. So, Flagstone brauchen wir. Einfach nur Cobblestone Rocks, mehr nicht. Ja. Dann craft ich jetzt komplett durch. Zack. Können wir schon mal zwei unten. Willst du mal Flagstone machen? Ja. Soll ich dir geben? Wo bist du? Gerne. Ich bin hier im. Da. Hier, komm her. Hier hast du schon mal die Hälfte. Da kannst du mal Flagstone machen. Ich würde das dann aufwerten mit dem Rest. Was ist denn? Was brauchen eigentlich die Wände? Die brauchen Beton. Ja, siehst du? Nee, das bringt nichts. Aber wir können zum Beispiel unten die Fenster zumachen. Ja. Flexstone. So, Flexstone-Block. Klack, klack. Hübsch. Was kostet jetzt das? Haben die nämlich 1500. Geil. Ja. Also auch das Kabelstone gekostet einfach? Genau. Lass uns mal die Fenster hier, hast du... Concrete. Ja, warte, die kommen... Da. Brauchst du eine neue Axt, oder? Nee, ich würde jetzt die Steinaxt nehmen. Ich würde jetzt kurz hier... Ja. Machen wir hier eine Tür rein? Was? Wo? Bei der Rampe? Ja, würde ich machen. Ja, okay. Unten machen wir komplett zu und oben machen wir, können wir eigentlich offen lassen. Können wir eventuell Türen billige reinsetzen, damit uns die Zombies nicht sehen, weißt ja. du? Weg. So. Und tschüss. Wir haben noch einen Durchgang zum Nebenhaus, ne? Hätten wir die Forge auch ins Nebenhaus setzen können. Ja, hätten wir auch einen Keller setzen. Ich hab überhaupt nicht an den Keller gedacht. Weil der ja, ist aber Keller, gut. dann... Ja, meinst du? Der ist ja das ist ein kompletter Betonklotz sozusagen. Ja, aber also sie buddeln sich ja mittlerweile rein, wa? Meinst du? Also hier kann man so absichern, bis die hier drin sind. Das da zieht sich dann, ja. Hast du Flexstone genügend? Bindung ins Nebenhaus. Ich habe noch 14. Dann machen wir dazu, was da was jetzt offen ist. Dann werte ich die nämlich auf. Ja. 9 kostet mich einen aufwerten. Okay, das geht ja. So. Hier ist noch Fenster und wir sind bei 18 Minuten. Ja, warte, das machen wir jetzt noch was aufwerten. Mining Tools Level 9. Oh nein, kein Beton mehr. Out of Beton. Okay. So. Gut. Ja, dran, klar. Ich weiß nicht mehr. Du warst, glaube ich, dran. Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Selberspielen und bis morgen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.